Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wir sind immer noch mitten in Season 3. Ich habe heute unfassbar viel gelevelt, Glyphen gelevelt. Ich habe Entzückung des wahnsinnigen Wolfs endlich bekommen. Sogar gute Gegenstandsmacht. Einfach bei Warshan gibt es den für alle Leute, die mein Bild nachbauen. Ich habe auch sehr viel im Bild rumgefummelt. Also, ich habe jetzt mittlerweile da unten Grizzly-Zorn und viele Sachen umgestreckt, weil ich massive Probleme mit Kontrollverlusteffekten hatte. Da wird es aber nochmal einen endgültigen Bild, ein Video zu geben, hatte ich euch ja versprochen, wurde ich auch oft gefragt, zu dem Bild hier, wenn es fertig ist und ich auch zufrieden bin. Ich habe hier zum Beispiel auch noch Tassetten des Morgenhimmels drin, also hier nicht mal die Handschuhe, die mir immer noch fehlen, die es ja beim Icebeast gibt. Darum geht es aber heute nicht. Ich wollte euch nur ein kleines Update geben, deswegen könnte sich ein bisschen was im Bild geändert haben, nicht, dass euch da wundert. Aber ja, kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Und zwar habe ich ja gestern ein Video gemacht, dass die Gewölbe total unnötig sind. Und da bleibe ich auch immer noch bei. Das Gewölbe an sich ist unspaßig und finde ich langweilig. Aber wir haben heute im Stream ein paar Mal Gewölbe gemacht, weil ich ja so unfassbar viele Perlen habe von dem Leveln. Ich habe euch das gesagt, man kann übel easy leveln, wenn man immer wieder mit Elementarkern und zerschmetterten Steinen diese Feuerschalen befüllt. Dann kommt am Ende ein Boss und der gibt euch eine Perle. Und mit diesen Perlen könnt ihr euch ja sollte uns Schutz kaufen in den Gewölben, um dann am Ende Belohnung zu bekommen. Und das Witzige, was ich heute gemacht habe, jetzt wo mein Bild relativ final ist, also zumindest mal meine Bewegungsgeschwindigkeit hoch ist, haben wir ein bisschen Rennen gemacht in dem Gewölbe. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil wenn ihr im Gewölbe einfach nur durchrennt, wie die Verrückten, dann könnt ihr innerhalb von kürzester Zeit einmal eure Glyphe leveln. Und ganz am Ende gibt es ja vier Kisten, die euch richtig viele legendäre Items geben und vor allen Dingen auch eine erhöhte Unique-Chance haben. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Ich gucke mal auf die Uhr, vielleicht spule ich ein bisschen vor, aber eigentlich geht das so rasend schnell, dass ich einfach komplett durchrennen kann und am Ende einfach nur die Truhen aufmache. Man hat bei diesen Gewölben immer am Anfang so einen kleinen Bereich mit normalen Gegnern. Hier kann auch nichts passieren. Hier fängt noch nicht das Gewölbe an. Sondern hier läuft man einmal durch zu diesem Tor, wo ihr durch müsst, um dann ins Gewölbe reinzukommen. Das ist bei Glut, Tinte und Stein überall anders. Müsst ihr dann selber mal gucken. Ja gut. Normalerweise komme ich, bin ich schnell genug, dass ich direkt hier reinkomme. Oh, ob es jetzt klappt? Natürlich nicht. So, Rainer. Und dann müsst ihr mindestens für ganz am Ende 15 Soltons Schutz haben, wenn eine 10er-Truhe da steht. Ich meine, bei ganz hohen Nightmare Dungeons, dann geht es noch hoch auf 25, aber jetzt in dem Beispiel mit einem 40er braucht ihr 15 mindestens. Und ich nehme immer irgendwas mit 20. Also so 30, 27, da fühle ich mich wohl. Und jetzt geht's ab, Leute. Weil ihr so viel Sollte und Schutz habt, könnt ihr auch einfach durch die Fallen durchlaufen. Es juckt halt einfach nicht, weil selbst wenn ihr 1, 2 verliert, ihr braucht am Ende ja nur 15. Und jetzt geht der Speedrunner in mir richtig auf, weil ihr einfach nur versuchen müsst, ganz schnell durch das Dungeon zu kommen. Und das finde ich schon extrem witzig. Und dann lohnt es sich dann auch wieder, irgendwie diese Gewölbe zu machen, wenn man so schnell bis zum Schluss kommt. Und ganz am Schluss quasi nur die Belohnung einsackt. Ihr könnt übrigens auch mit eurem Ausweichschritt den Fallen ein wenig ausweichen. Das heißt, wenn ihr hier so ein in so einer Falle seid, dann könnt ihr den Ausweichschritt machen und dann, wenn ihr den gut timet, dem auch ausweichen. Dann mache ich mal die Ult, weil mit der Ult bin ich unsterblich, also unstoppable und aufhaltsam. Und ihr seht, ne, ich renne nur durch. Ich scheiße auf alle Gegner, ich scheiße auf alle Fallen. Habt noch 25 Soltonschutz. Und das Einzige, wo ihr dann später ein bisschen aufpassen müsst, ist eigentlich nur der letzte Raum, wo ihr, ich meine, 20 Sekunden oder 30 Sekunden gegen. Ja, hier sind wir schon. Jetzt sind wir schon im letzten Raum. Und hier müsst ihr jetzt gegen Gegner 25, oder was stand da, 30 Sekunden bestehen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr das Gewölbe schon geschafft. Wie lange sind wir drin? 4 Minuten mit erklären. Also es geht. Also das geht unfassbar schnell. Wenn ihr stark genug seid oder mein Bild hier spielt, 40er Gewölbe, Gegner sind Level 95, also sogar noch ein Stückchen über mir, dann geht das echt gut klar. So, hier muss ich mal kurz rein. Immer noch 24, ne? Also mehr als genug Soltonschutz, um
jetzt alle Truhen aufzumachen. Und das war schon. Zack, 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 zack. Ey, wo ist meine Glyphe? Ah, weil ich die Kiste hier in der Mitte noch nicht aufgemacht hatte, ist die Glyphe noch nicht gekommen. Aha. So, und so habt ihr mal eben ein Gewölbe gespeedrunnt. Nehmt die Glyphenerfahrung mit und das war's. Also, ja, das ist witzig. Wie lange hat's gedauert? Keine 5 Minuten könnt ihr da durchrennen. Und das ist, glaube ich, aktuell der schnellste Weg, legendäre Items, Unix und auch Glyphenerfahrung zu bekommen. Wenn ihr genug Perlen habt, ne? Also ich musste jetzt, wie viele Perlen waren das? Bei 30 sind das 10 Perlen gewesen. Das kann ich auch nicht unendlich oft machen. Also da muss man dann schon ein bisschen gucken. Aber ultra funny. Wenn ihr so einen schnellen Bild habt, auch an die ganzen Barbaren da draußen oder Magier mit Teleport, könnt ihr richtig durchrushen und richtig, richtig schnell die Glyphenerfahrung bekommen. Macht mir übel Spaß. Ganz wichtig an alle da draußen, morgen auf Twitch wird es Duriel Runs geben. Die ersten in Season 3, wenn ihr da dabei sein wollt. Besorgt euch ein paar Eier und ein paar Scherben. Geht ja aktuell relativ easy. Da werde ich demnächst auch nochmal ein kleines Video zu machen, weil da haben sich ein paar Sachen geändert. Erzähle ich euch dann. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt mal Twitch ab. Da bin ich dann morgen in Duriel ab vormittags live und da werden wir ein paar Runs machen. Ansonsten würde ich mich sehr über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.